Auf dieser Finca sollen bis zu 800 Erntehelfer arbeiten. An welche deutschen Röster genau der Kaffee geht, will uns Senior Cano allerdings nicht verraten. Geschäftsgeheimnis. Der Finquero Rodrigo Villatoro heißt uns willkommen und sofort macht er die Regeln klar. Keine Aufnahmen ohne Erlaubnis und vor allem keine Kinder bei der Arbeit zeigen. Unser Kameramann fragt noch einmal nach. Keine Kinder? Nein, keine Kinder. Wir drehen trotzdem. Heimlich. Dieses Kind rechts ist vielleicht 11 Jahre alt. Auf der rund 1 Kilometer langen Fahrt hoch zu den Pflückern entdecken wir ungefähr noch 20 Kinder, die schleppen müssen. Wie auch dieses Kind auf der linken Seite. Unter der Aufsicht des Wachpersonals filmen wir ausgesuchte Pflücker. Alle über 18. Ganz im Sinne von Finquero Villatoro. Alle arbeiten hier für Deutschland? Ja, das ist richtig. In einem unbeobachteten Moment entdecken wir dieses Mädchen. Wie heißt du? Spricht sie kein Spanisch? Nein. Sind Sie ihr Vater? Wie heißen Sie? Pedro Gómez Pérez. Und Ihre Tochter? Mariselda. Mariselda. Und wie alt ist sie? 11 Jahre. Und hier, irgendwo, wohnt Mariselda. Zusammen mit Hunderten anderer Tagelöhner. Ganz zum Schluss hat uns Finquero Villatoro doch noch einen Röster verraten, an den er liefert. Nespresso. Ausgerechnet Nespresso.